Und damit begrüße ich euch zurück zum NGL Biathlon Abonnententeam. Der Sherlock ist wieder in der Stadt. Und dann schauen wir mal, was er denn in Östersund so rausholt. Östersund natürlich eine schöne Strecke. Habe ich auch gerade natürlich mit dem Wamsi Michel gespielt. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Kurz einmal der Überblick für mich. Wir sind tatsächlich im gelben Trikot. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Aber ich war auch so nervös, weil Finn einfach bei mir war. Finn war so, ist jetzt so Fame. Da war ich schon nervös, bevor er überhaupt Fame war. Das ist einfach. Ach, mein Herz schlägt immer noch schneller. So, Sherlock also in Führung vor dem heißen Schäger. Dann kommt Finn Tschirch mit 821 Punkten, der ein bisschen abgebaut hat in letzter Zeit. Nils van Groenewoud, nicht nur der alte Himbeerpflücker. Im Winter gibt es halt wenig Himbeeren. Deswegen ist der auch so sauer auf dem vierten Platz. Walli Müller auf der 5. Absteiger gibt es hier keine. Sportfan Rob, Sportfan Robolski muss sich da nochmal ein bisschen am eigenen Schopfe quasi aus dem Dreck ziehen. Jetzt geht es rein ins nächste Rennen. Östersund steht an. Natürlich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Dann gehen wir gleich mal rein. Sorry, gerade wieder eine WhatsApp bekommen und einfach gerade so wild vor mich hingeprabbelt. So, Mittel und sonst nicht viel. Das bedeutet, wir spielen mit den Faster Ultra Speed Numero Uno. Und gehen da mal ins Rennen rein. Bin gespannt. Also, das Einzelrennen bedeutet langsames Schießen. Da wird wieder reingeplumst. Aber hier ist nicht Blumsi am Start, sondern der Sherlock. Sherlock of Nottingham. So, wir sparen uns ein bisschen Energie. Gelbes Trikot sieht schön aus. Sieht ein bisschen aus, als würde Austin Powers hier gerade aus der Startluke gehen. Oh Gott, das wären so schöne Wortspiele. Und habe ich diese Strecke gerade bis zum... Ach, Vergasung darf man ja nicht sagen. Bis ich keine Lust mehr hatte, gespielt. Gerade mit dem Wamsi Michel und jetzt muss der Sherlock hier schon wieder durchgehen. Aber schönes Wetter. Außerdem habe ich jetzt ja hier auch wieder einen besseren Läufer. Haben ja 85er Werte. Wamsi Michel ist momentan mit der 77 im Durchschnitt unterwegs. Trotzdem dürfen wir jetzt hier nicht alles komplett durchsprinten. So, hier wieder mit Schmackes in die Abfahrt rein und mit Schwung runter. Minus 10 Grad. Ja, da haben wir, glaube ich, ganz gute Skier gewählt. Fast schon ein bisschen zu kalt. So, Sherlock ist gut dabei, läuferisch. Sieht erstmal ganz ordentlich aus. Dann lassen wir hier ein bisschen Energie raus. Dann geht es gleich ins Schießstadion rein nach Östersund. Downtown. Östersund Downtown. So sieht Östersund aus. Schwedisch, ach guck mal da, da ist er gerade aus der Hütte rausgesprungen, beim Eisfischen gewesen. So, Zwischenzeit, Bledebitsch 4,8 Sekunden langsamer, Pojan Palo auf der 3, Primož Roglič 5,1 Sekunden hinter uns. Bledebitsch jetzt auch beim ersten Schießen. Ja, Bledebitsch gleich mit einem Fehler, so muss das. So, das gelbe Trikot strahlt, wir legen uns hin, wir machen den Cursor wieder ganz erotisch auf den Popo. Aber so wird geschossen. Also man merkt schon, ich habe ein bisschen trainiert vorher, indem ich einfach Wamsi Michel 3 Folgen lang malträtiert habe. So, dann sprinten wir mal hier durch und denke ich mal, wir haben die Bestzeit 5,3 Sekunden vor Pojan Palo. Roglič mit einem Fehler, aber der Sherlock, der rockt das hier, Roglitscht das Ganze. Im Kenmore wird dann der Glitch auch ausgenutzt, indem man irgendwo durchfällt. Wobei ich eben gerade 3 Rennen in Kenmore hatte. Und ich bin nicht einmal aus der Welt gefallen. Das sind auch so Sätze vor 8 Wochen. Wenn mir einer gesagt hat, hätte du sagst irgendwann mal genau diesen Satz, hätte ich gesagt, ich wüsste nicht, in welchem Kontext das jemals fallen sollte. So, Antipasti ist auch am Schießstand. Hier, wie gesagt, wieder mit Schmackes rein. Und dann kann man hier immer einige Sekunden aufholen. Deswegen mag ich Östersund eigentlich ganz gerne. So, Lasse Umfallen ist jetzt auch am Schießstand. Lasse warten und umfallen, gemeinsam unterwegs. Da muss man sich immer ein bisschen umgewöhnen von Läufer zu Läufer, dass man dann hier auch wieder läuferisch ein kleines bisschen mehr machen kann. Hier ja alle auf einem Niveau. Niveau. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich vor 8 Wochen mal über Niveau rede auf meinem Kanal. Wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich nicht gewusst, in welchem Kontext das Ganze stattfinden sollte. So, Lasse Richter, Lasse van Groenewoud und Lasse Abel sind jetzt auch da. Ich spare mir gerade mal ein paar Körner. Wir nennen jetzt einfach alle Lasse. Zweifelsfall passt es.
So, durch das Abkürzen innen sind wir hier wieder gleich auf. So, Bledebitsch liegt auch schon wieder faul rum, aber diesmal nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch. Gut, dass mein erster Schuss immer so schnell kommt. So, mit der Null, aber naja, das war ziemlich langsam. Da sehen wir auch schon, die Kollegen sind schon wieder auf dem Weg. Hat auch die Null geschossen? Nee, hat er die Null geschossen? Nee, hat er nicht. So, 36 Sekunden der Vorsprung. Wir sind natürlich relativ früh auf der Strecke. Finn haben wir noch gar nicht gesehen. Ich glaube, der traut sich einfach auch gar nicht mehr raus jetzt. Einfach zu berühmt. Benny hat ja auch schon geschrieben auf dem Discord-Channel, dass er jetzt zwar mal in einem Video war, aber jetzt so berühmt, dass er nicht mehr zum Bäcker gehen kann. Das ist wie bei mir ja auch. Ich kann ja keinen Bus mehr fahren und so weiter seit den 1000 Abonnenten. Überall werde ich erkannt. Pressefotos. Die Freizeitrevue titelt immer wieder über privates Chaos. Bin die neue Geliebte von Günther Jauch, was man da nicht alles liest. So, Lasse Wittelson, Lasse Warten, Lasse Trivelato, Lasse Antipas, finde ich aber auch schön. So, da ist Finn jetzt auch, hat mal eine Scheibe getroffen, aber das war es dann auch schon wieder. Eine hat er stehen lassen, also 30 Sekunden on top. Dann kommen wir hier wieder ins Schießstadion. Von Östersons Publikum wieder ganz frenetisch mit dabei, jubelt uns zu. Wir fahren den Puff nach Östersund. Ach ja, dann sehen wir schon links das Ziel, da wäre ich jetzt auch gerne schon hin. John Dockskin. Ganz schön heftig, was hier in Östersund passiert, wenn die Hunde einfach gehäutet. So, Lasse Abel mit einem Fehler, Lasse Müller auch gleich mal mit einem Fehler begonnen. So, wir legen uns wieder hin. Ja gut, läuft für den Sherlock. Paolo Sprinter, also Entschuldigung, Lasse Sprinter natürlich. Mit der Null. Mal schauen, wo wir jetzt hier rauskommen. So, 39 Sekunden vor Pojan Palo. Also wir sind auch läuferisch ganz gut. Ich hätte Pojan Palo nehmen sollen, dann hätte das mit dem Cursor auch einfach viel, viel mehr Sinn gemacht. So, der Sherlock geht in die Hocke. Bei minus 13 Grad, jetzt wird es aber knüppelkalt hier. Mit dem Union Jack. So, 39 Sekunden. Wir wissen, wie gesagt, nicht so genau, was die Konkurrenz macht. Jona Treuer mit der Null. Sportfan Robolski muss auch ein bisschen was gut machen. Mit der Null. So, tschüss Leute, ne? Ich bin da mal weg. Kurz einmal nach Santiago de Compostela. Und wo muss der Kompost ja hin? So, Lasse Witzelson, Lasse Trivelato, jeweils mit zwei Fehler. Björn umfallen. Kriegt jetzt einfach jeder einen anderen Vornamen. Egal. Kann ich meine fortschreitende Demenz einfach mit überspielen. So, Finn ist auch wieder weg. Einen Fehler hat er geschossen. Mensch, bleibt sich da treu. Von Grunewald auch mit einem Fehler. Richter mit einem Fehler. Und wir kommen jetzt zum letzten Schießen. Dreimal haben wir bislang die Null. Wäre schön, wenn wir das durchziehen könnten mit dem Sherlock. So, auf geht's, Junge. Zieh durch. Wie wäre es lieber, er würde sich hinlegen. Genau deswegen, weil dann wackelt's nicht so. Jawoll, super Ding. Also, das müsste doch der Sieg sein für den Sherlock. So, komm Junge, lauf in die Strafrunde rein. Dachte gerade, weil er da so links abgebogen ist, der andere. So, der heiße Schäger mit einem Fehler. Roglic und Gislason mit der Null. So, wir haben eigentlich echt noch viel Energie übrig. Sehe ich gerade. Wir können da jetzt auch voll durchsprinten, egal wo wir sind. So, Schippers leider mit einem Fehler.
Oh, der ist, glaube ich, noch nicht auf der Schlussrunde, der gute Mann. Sonst wäre der nicht so schnell unterwegs. So, jetzt will ich eh innen durch. So. Ja, das haben wir nicht ganz so gut gemacht. Nur 30 Stundenkilometer. Da haben wir ein bisschen wenig Tempo mitgenommen. Aber das muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn der Sherlock hier noch geschlagen wird. Wir ziehen das mal durch. Antipass mit der Null. Dann gehen wir hier in die Stefan Hocke. Dann durch den schattigen Bereich durch. Und dann heißt es nur noch sprinten, sprinten, sprinten. Finn mit der Null. Die Hölle muss zugefroren sein. Und nochmal der Sprint und nochmal der Sprint. Und dann müsste das doch eine richtig gute Zeit sein. 1:11 vor Joel Poyanpalo. Machen wir mal den Brotkasten, den Brotkastenmodus rein. Vierfache Geschwindigkeit, Englisch für Reingefallene hier. So, 1:10, Primož Roglič hinten. Boah, Kevin Bledebitsch, 2:41. Lukas Sprinter, 2:10. Da ist noch keiner unter einer Minute überhaupt reingekommen. So kann das doch durchaus mal weitergehen. Lasse umfallen jetzt mit nur 43,5 Sekunden. Das nenne ich mal den Anti-Schalke-Modus angeworfen. Willst du Schalke oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Beim Sherlock ist das allerdings nicht so. Das, also wie gesagt, wenn uns da jetzt noch einer schlägt, dann schlage ich zurück. Uiuiui, Jona Dreuer, 12,6 Sekunden nur Rückstand. Der war dann also dicht dran. Sportfan Robolski, starker Vierter. Das bringt nochmal ein paar Punkte. Und dann der Letzte ist mit drin. Und dann ist das ein deutlicher Sieg für den Sherlock. Die Skitime war natürlich 15 Sekunden schneller als die Konkurrenz. Die Shootingtime 7,9 Sekunden nur langsamer, muss man ja sagen. Wie lange habe ich gebraucht? 8,7. Da war es ein bisschen länger. Da waren es 9 Sekunden. Und da waren es dann rund 10 Sekunden. Aber trotzdem, das ist okay. Das ist ungefähr mein Niveau. Schon wieder das Wort Niveau. Also es ist... Irgendwas stimmt hier nicht. So, mal schauen. Nehme ich auch auf? Jo, sieht gut aus. Weil ich gerade so witzig bin, wäre das natürlich sehr schade gewesen. So, Kontio Lahti. Da geht's jetzt hin. Da Lahti natürlich wieder, die gute Kontio. Ich weiß nicht, wer die Kontio ist, aber mein Konto lacht eigentlich relativ selten. Gerade im Lockdown locht mein Konto nicht. So, warm und nicht. Warm und nicht bedeutet gelber Schnee. Da können wir die Faster Ultra Speed Numero Dos auspacken. Kennen, glaube ich zumindest. Ist mir jetzt egal. Müsste jetzt durch. Wäre ja sonst auch langweilig, wenn ich hier alles perfekt machen würde. So, leider ist das nur der Sprint. Hätte jetzt gern Verfolgungsrennen gehabt. Aber das ist uns leider nicht vergönnt. So, wir skippen das Waiting. Haben das gelb-rote Trikot. Und sprinten hier durch. Kontio Lahti, schon eine sehr schöne Strecke. Ich mag das Blaue am Rand. So, da gibt es irgendwelche Mangas. Nee, Magna. Nicht zu verwechseln mit den japanischen Comics. Super witzig. So, rein in die Abfahrt. Und raus aus der Abfahrt. So, Matthias Abel, Lasse Abel ist vorne mit dabei. Dann Primož Roglič. Und wir sprinten wieder durch. Ganz kurz mal Päuschen, damit wir da nochmal ein bisschen Tempo mit reinnehmen können in die Abfahrt. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter. Boah, da waren wir ein bisschen voreilig. Da gibt's schon ein paar richtig brutale Anstiege. Mann, Mann, Mann. Das hat's in sich. Upsala. Und jetzt nochmal in die Abfahrt rein sprinten. Und dann sehen wir, dass unten die Himbeeren alle gepflückt wurden. Sportfan Robolski kommt auch besser in Form. Lasse warten, ein Fehler. Na komm, da sprinten wir durch. Was sollen wir da in die Stefan Hocke gehen? So, nochmal ein bisschen Kräfte sparen für die nächsten Runden. Haben wir jetzt schon sehr knallhart durchgezogen. Zwischenzeit sind wir vorne 0,9 Sekunden, aber auf der ersten Runde sind wir immer sehr stark. Nur um es dann hinten raus zu verkacken. Puh, ein bisschen wackelig das Ganze. Aber die Null für den Sherlock. So, einmal die Kurve und dann geht es natürlich hier weiter im Sprint. 0,3 Sekunden der Rückstand.
Da wurden die Himbeeren doch relativ schnell gepflückt. 0,3 Sekunden der Abstand allerdings nur. So, Pojan Palo auch mit der 0. Jona Dreuer mit einem Fehler. Eben ja noch eine starke Leistung, da fehlerfrei durchzukommen. So, wir sprinten hier wieder rein. Schaffen wir das noch bis oben hin? Das wird auf der letzten Runde dann schon sehr, sehr hart. Jetzt sparen wir mal ganz kurz ein kleines bisschen Energie, damit wir auch weiterhin durchsprinten können. So viel Zeit bringt das auch nicht, hier in der Ebene was zu machen. So, einmal kurz in die Abfahrt rein. Aktuell sind wir in Führung. So, und jetzt wird hier rein gesprintet. Unten wieder Antipass und Witzelson mit der 0. Ich laufe wieder fast gegen die Wand. So, der Split ist wieder da. Da läuft es natürlich nicht so gut auf Rollsplit. Super Gag haben wir auch noch nie gemacht. Wird immer lustiger. So, hier nochmal drüber sprinten, die wunderschöne Brücke. Also Kontiolahti ist eine nette Strecke. Ein bisschen anstrengend zum Teil. So, da bringt es, glaube ich, kaum was, in die Hocke zu gehen. Da kann man einfach durchlatschen, habe ich ja eben schon mal gesagt. Habe es dann jetzt trotzdem anders gemacht. Zweites Schießen, Finn ist auch da. Müsst ihr jetzt unten drauf schauen. Die ersten zwei habe ich noch gesehen, die saßen. Und jetzt konzentriere ich mich auf mich. So, sehr gut. Ein bisschen wackelig natürlich wieder. Aber trotzdem die Null. Finn hat auch die Null geschossen. Jetzt müssen wir läuferisch natürlich nochmal was machen. Mal schauen, die Konkurrenz ist da läuferisch schneller. Nils van Groenewoud 1,3 Sekunden vor uns. Danach kommen allerdings schon nur noch Fehlerschützen. Und wir haben echt noch viel Energie übrig. Da vorne sehen wir die Konkurrenz, die da jetzt gerade in den Gegenhang reinrödelt. Puh, da bin ich mal gespannt, was wir da noch machen können. So, kurz regenerieren, dann sprinten wir da vorne rein. Antipass mit einem Fehler. So, hier erst nochmal normal laufen. Und wenn es dann hier vorne richtig steil wird, sprinten wir durch. Und ich hoffe mal, wir schaffen es bis oben hin. Sieht gut aus. Kurz regenerieren und wieder reinsprinten. So, können wir es wieder ruhiger angehen lassen. 1,7 Sekunden. Abstand wird nicht wirklich geringer. Mal schauen, vielleicht können wir hier vorne ja noch ein kleines bisschen was wuppen, indem wir hier abkürzen. So, komm schon, Sherlock. Zieh durch, Junge. Und jetzt sprinte ins Ziel und dann im Ziel ist es immerhin der zweite Platz. Wir waren schneller auf der Schlussrunde. 1,1 Sekunden nur. Lukas Sprinter haben wir dann noch überholt, aber läuferisch waren die anderen heute besser. Nils van Groenewoud, wie gesagt, mit 0 Fehlern holt sich hier vielleicht einen Sieg. Mal schauen, ob da noch einer schneller wird. Lasse warten auf dem letzten Platz. Jona Treuer, ja, jetzt nur auf dem 10. Daniel Richter auf der 5. Karl Witzelson ist 4. aktuell. So, mal schauen. Walli Müller. Meine Stimme geht gerade weg, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. So, wir warten nach wie vor. Zweiter Platz für den Sherlock. Da war, glaube ich, aber auch nicht viel, viel mehr drin. Wenn wir einmal ganz kurz die Statistiken anschauen. Läuferisch waren wir richtig gut. Shooting Time waren wir letzter, 5,9 Sekunden waren wir dann langsamer. Da haben wir beim ersten Schießen deutlich zu lang gebraucht. Beim zweiten eigentlich auch. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Schießen, weil wir dadurch natürlich dann auch ganz solide durchkommen. Aber es muss noch ein bisschen schneller werden. So 8, 9 Sekunden ist vielleicht ein bisschen viel. So, wir schauen natürlich auch in den Weltcup. Jonas Zögli holt sich dort den Sieg mit einem fehlerfreien Schießen. Jan Franklin auf dem letzten Platz mit 4 Fehlern. Dann haben wir Matthias Simon und Max Brandt, Colin Zimmermann auf der 10, Benny van Offeeting auf der 8, Jakob Höfle auf der 9 und Bongo Mbongo als bester Finne. Christian Gebhardt, lange im Weltcup vorne gewesen und da weiß ich gar nicht, wie es jetzt gerade steht. Wie machen wir es jetzt hier? League Championships, coming soon, you can choose a tournament selection system. So, die besten Liga-Athleten sollen in dem Turnier gegeneinander antreten.
die besten. Ah, okay, ich würde auf jeden Fall alle. Dann werden vielleicht auch mal die anderen ein bisschen mitgenommen. Also alle Athleten. Achso, in ihren Ligen. Boah, ist das blöd ausgedrückt. Was ist denn da jetzt? Was? The best league athletes participate in Major League. Das würde, wäre es vielleicht. Machen wir das. Und dann schauen wir mal, wer da dann jetzt alles in der nächsten Folge mit dabei ist. Wird jetzt ja spannend. Der Sherlock auf jeden Fall Jutrup. Ein Sieg, einmal zweiter Platz. Jetzt geht's nach Kontiolahti. Dort ist das Rennen wieder warm und es schneit. Also gelber Schnee fällt vom Himmel. Ich weiß nicht genau, warum gelber Schnee vom Himmel fällt, aber ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Also Ibuprofen Cup, Sherlock hat schon richtig Bock. Der Gesichtsausdruck, der ist wie eine Eins. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. War, glaube ich, eine ganz coole Folge. Hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, in Kontiolahti versuche ich dann mein Bestes, dass es wieder so weitergeht.